Guten Tag, liebe Freunde von Schone Auto Brokers International in Fort Lauderdale. Hier ein alter Bekannter, einer meiner Favoriten, häufig gesehen. Ein 2005er Porsche 911 Turbo S Cabriolet in seltenen Atlasgrau Metallic. Der Turbo S ist ja die krönende Variante oder das letzte Modell des 996 in 2005. Und es wurden ja nur 960 von diesem Topmodell gebaut als Cabrio. Es gab 900 Coupés obendrauf. Hören wir uns mal ganz kurz an, wie das klingt. Das war ja der erste wassergekühlte 911er. Der Turbo S hat einen 3,6 Liter Motor mit 450 PS. Ja, das klingt sehr gut. Und es ist wirklich ein tolles Auto. Ein sehr seltenes Auto. Meines Wissens zwei Vorbesitzer. Das Fahrzeug wurde erfolgreich unabhängig vorinspiziert in Las Vegas. Das ist ein sehr trockener Ort. Hier ist alles da, wo es sein sollte. Der Wagen hat eine sehr gute Service-Historie, ist unfallfrei, sehr original. Hier die GT3-Felgen in Graphit. Innenleder schwarz, Verdeck schwarz, Handschalter. Die Vorgaben unseres Kunden waren halt, ein Cabrio zu finden in schwarz oder dunkelgrau mit schwarzem Leder und Handschalter. Mit einiger Suche haben wir das gefunden und eigentlich ein sehr gutes Angebot machen können hier. Das Fahrzeug gehörte dem CEO einer Krankenhauskette und er wollte sich gar nicht mehr trennen von dem Wagen ganz am Ende. Hier sehen wir das Windschott. Das Verdeck funktioniert hervorragend, haben wir schon gesehen. Innen drin sehen wir, dass das kleine Aluminiumpaket hat. Hier ist ein nachträgliches Navi eingebaut. US, das Fahrzeug kommt aber mit dem Original PCM. Sitzheizung, Porsche Wappen in der Kopfstütze. Wie gesagt, Handschalter. Armaturen in Weiß. Lederlenkrad, Bose Soundsystem. Das ist auch sehr gut. Dieses Fahrzeug kenne ich in- und auswendig und mir gefällt der Wagen sehr gut, so wie er da angeliefert wurde. Vor zwei Tagen aus Nevada. Und das ist eine tolle Farbe in der Sonne, wie man das schon sehen kann. Scheinwerfer sehen auch sehr gut aus. Das ist auch immer so ein Kritikpunkt. Gerade beim 996 Turbo, Turbo S und beim 4S. Hier kommt noch einiges an Zubehör hinzu für den Kunden. Das Originalradio, Hardcover, zwei Windschots und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Der Wagen hat 39.000 Meilen. Das heißt, wir haben ein paar Gebrauchsspuren im Bereich Steinschlag. Aber das ist nicht weiter schlimm. Auch selten hier. Die Rückleuchten, die sind eigentlich immer gerissen. Kenne ich gar nicht anders. Also alles in allem ein wirklich sehr gutes Fahrzeug für unseren deutschen Privatkunden. Dementsprechend wünschen wir das Team von Schone Auto Brokers Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen in Ihrem 2005er Porsche 911 Turbo S Cabrio in Atlasgrau Metallic und Lederschwarz in Handschalter. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Speditionspartner befinden, bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Und von dort geht es dann auf die Reise vom Hafen Fort Lauderdale oder Miami im Container nach Bremerhaven. In Bremerhaven übernimmt dann unser Homologationspartner und kümmert sich um ohne EU-Brief. Vielen Dank
und auf Wiederhören.